wurde da ja schon gefeiert letzte Woche. Und solche Sachen sollen einfach ein bisschen dazu anreizen, da auf die Links zu klicken, sich das anzuhören, um den Kontext auch kennenzulernen und nicht nur ein schnäppisches Kommentärchen an der Stelle. Deswegen gerne auch dazu Feedback. Wie findet ihr das? Absolut unnötig und waste of time für uns, das überhaupt zu produzieren, zusammenzutackern. Wir machen das momentan mit Visual Statements. Mal gucken, ob wir das beibehalten. Gibt ja mittlerweile ein paar Tools in der Richtung. Und ja, ich finde es ganz charmant, um es mal so auszudrücken. Dafür wird auch immer das Instagram-Cover des Tages verwendet. Also eigentlich kommen unsere Cover eigentlich primär oder ausschließlich aus Instagram von irgendwelchen Menschen, die wir nicht bitten, ob wir das Cover verwenden dürfen. Die meisten, eigentlich alle, freuen sich darüber und lassen das zu. Dafür wird es dann auch verwendet für den Blue-Quote und nicht nur als Cover auf deinem Podcast-Dateichen, das du gerade anhörst oder auf Soundcloud, sondern eben auch für den Blue-Quote. Danke an alle, die da partizipieren oder vielmehr mitmachen. Natürlich immer angefragt, vorweg, rechtemäßig. Danke, danke, danke. Und danke, danke, danke auch nochmals oder nochmal oft, kann man es nicht sagen, für den ganzen Support. A superstar, hey, feel what you say you are. Tag, heute ist Montag, der 28.03.2016 und wir sind auf dem Weg zum Strand. Ich habe mich da irgendwie geirrt, gucken war noch gar nicht läufig, das ist jetzt erst richtig läufig. Habe ich eine Reaktion die letzten Tage gemerkt von ihr und von den anderen Hunden und naja, ein bisschen stressig, wenn das so ist, aber was soll's, müssen wir so machen. Ich gehe dann lieber in den Wald mit Cookie, wenn sie läufig ist, dann haben wir unsere Ruhe, hat sie ihre Ruhe, vor allem werden wir von anderen Hunden in Ruhe gelassen, aber es geht halt nicht immer und ach, bei dem Wetter habe ich halt Bock auf Strand. Nun los, komm. Ich hoffe, dass ein bisschen ruhig am Strand ist und alle irgendwie nach dem Osterwochenende schon abreisen, aber mich leider enttäuscht. Cookie hier lang. Cookie ist auch nicht begeistert, die muss dann alleine bleiben, weil sie läufig ist, aber was will man machen? Da muss jetzt durch. Ich habe es aber lieber unter Kontrolle, wenn sie läufig ist. Dann kann ich immer noch die anderen anmaulen. Ihre nicht an den leinenden Hunde nicht hören oder so. Das Gefühl fünfte Autobahn hier. Deswegen gehe ich im Sommer auch nicht an den Strand. Macht keinen Spaß. So viele Leute unterwegs. Alle rennen in eine Richtung oder halt in die andere und widerlich. Da habe ich überhaupt keinen Spaß dran. Dann gehe ich lieber im Wald. Ich meine Ruhe. Kann der Hund von alleine. Wir können spielen und machen, was wir wollen. Aber hier. Ich habe beschlossen, wir gehen jetzt die Promenade lang zurück. Kann auch nicht schlimmer sein als hier am Strand, wahrscheinlich sogar ruhiger und läuft sich leichter. Okay, das war dann wahrscheinlich der letzte Strandbesuch für mich. Nicht in diesem Jahr, aber für das nächste halbe Jahr oder so. Im Sommer wird man mich eher weniger am Strand sehen. Warte. Ich guck mal, was hier. Warte. Los ab. Ich weiß nicht, ob ich das Cookie antun würde. Das ist ja auch nichts. Dann würde ich über Fahrradfahren verzichten. Bevor ich da Cookie reinsperre. Das ist ja auch nichts. Kannst du dann von mir her? Okay.
gedacht habe, das ist doch vielleicht ein bisschen frisch. Und im Wind ja, aber dass man hier nur freie Feld hat und Sonne hat, ist das doch recht warm und angenehm. Los, komm. Naja, ich habe eigentlich gehofft, dass sie hier schon alle auf Abreise sind heute auf dem Ostermontag, aber dem ist leider nicht so. Cookie, komm. Naja, wieder schnell nach Hause. Ist echt nervig im Strand hier. Viel zu viele Leute unterwegs. Da gehe ich lieber in den Wald. In Zukunft werde ich also nicht mehr am Strand rumhängen mit dem Hund. Und wenn, dann nur noch abends. Das ist ein bisschen entspannter. Ich finde, es ist noch relativ wenig los auf den Straßen. Dann fahren wohl eher alle heute Abend. Die wollen so den Stau umgehen, aber dann haben sie halt, heute Abend Stau, ne? Die schlauen Menschen. Ich wäre lieber ganz früh losgefahren. Naja. Wenn so schönes Wetter ist, ist die Cookie immer sehr langsam unterwegs, weil sie eigentlich nicht wieder rein möchte. Nicht, weil sie zu faul ist zu laufen, sondern weil sie es so schön findet, die Sonne genießt und tut mir immer in der Seele weh, wenn ich sie dann ein bisschen scheuchen muss, aber hilft ja nichts, ich muss ja gleich zur Arbeit. Ja, und das war halt auch für diesen Vlog, das Vlog vom 24. habe ich gerade doch noch hochgeladen und geschafft. Ich habe schon befürchtet, dass ich es nicht schaffe, da ich gerade da bin, Bewerbung zu schreiben. Und die gehen irgendwie vor und deswegen bleiben die Vlogs ein bisschen auf der Strecke. Ich nehme trotzdem auf und komme am Schneiden gerade nicht hinterher, weil ich mich eher um andere Sachen kümmern, wie unter anderem halt Bewerbungen schreiben. Naja, mal sehen. Und vielleicht war das der Spruch heute, dass es das letzte Mal Strand für mich und Cookie war in diesem Jahr, gar nicht so falsch. Eigentlich wollte ich sagen, diesen Sommer. Ich habe das in Snapchat, glaube ich, gesagt. Naja, egal. Auf jeden Fall ist das vielleicht gar nicht so falsch, da ich momentan gar keine Bewerbungen dabei habe, die auf der Insel sind. Wobei ich überlege, ob ich nicht vielleicht doch einfach 2-3 Blindbewerbungen schicke, also auf nicht ausgeschriebene Stellen. Mal sehen. So, ich hoffe, das hat überhaupt mit dem Sound jetzt geklappt, weil ich nicht die Spiegelreflex mitgenommen habe mit dem Mikrofon, sondern nur das Handy benutze. Naja, wenn ich jetzt nach Hause komme, werde ich noch auf Veröffentlichen drücken und dann muss ich zur Arbeit. Also war es das definitiv für dieses Vlog. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage bis morgen, also bis zum nächsten Video. Tschüss. Ein bisschen früher aus dem Bett zu kriegen, lohnt sich für euch. Ich gehe gerade die letzte Runde mit dem Hund. Geht sie in so einen Vorgarten, der offen ist, also da ist kein Zaun vor oder sonst was, und pinkelt da gegen so einen Strauch gegen. Nun war sie schon dreimal pinkeln vorher, also kann da eh nur noch Tropfen raus. Pinkelt gegen den Strauch gehen und ich höre schon, wie es an der Scheibe klopft, ich reagiere aber nicht. Geht das Fenster auf und mault mich so ein Typ voll an, ne? Ich kannte den nicht, von sehen vielleicht, aber ist nur ein Haus weiter als bei uns und kackt mich da voll an, dass ich den Köter, meinen scheiß Köter, doch nächstes Mal woanders hin pissen lassen soll. Ich sag, er hat dann nur gepinkelt, was ist denn dabei, hat er nicht da hingekackt und selbst wenn, ich hätte es weggemacht. Also was ist los, ne? Ja, ist der Vorgarten, sieht doch scheiße aus, totales Naja. Das wirklich Ärgerliche daran ist halt nur, dass es immer dann passiert, wenn die Kamera gerade aus ist, ich keine Kamera dabei habe oder nicht so schnell anmachen kann, und das ärgert mich dann richtig. Das ist richtiger Scheiß. Das kotzt mich an und das gewöhnst du ganz schnell als Daily Vlogger an, dass du dann wirklich immer die Kamera dabei hast und wirklich nicht mehr ohne Kamera losrennen willst, weil könnte ja immer was passieren, was du aufnehmen möchtest.